Guten Morgen, meine Lieben, ich bin's wieder. Ich wollte, bevor ich jetzt anfange mit der Arbeit, gegen 10, kurz vor 10 werde ich online gehen und dann, ja, geht's los bis 16 Uhr. Bevor ich jetzt anfange, wollte ich noch ein kurzes Video machen, also über ein Thema, über das ich viel nachgedacht habe, die Tage, weil ich ja durch die Medis halt nicht trinken konnte, beziehungsweise sollte. Was auch gut war, wie gesagt, die Werte haben sich ja signifikant alle verbessert. Jetzt nicht nur deshalb, aber ich denke, das liegt schon auch mit daran. Und natürlich, weil ich die Abführmittel und den ganzen Scheiß auch weglassen musste. Und versucht habe, mich wieder vernünftiger zu ernähren. Ja, beziehungsweise mich überhaupt zu ernähren. Kurz und gut oder kurz und schlecht. Ich hab mir die Frage gestellt, gibt es tatsächlich sowas, was viele Alkoholiker behaupten, dass es eine Suffpersönlichkeit gibt? Also, dass ich quasi die Persönlichkeit im betrunkenen Zustand, oder wahrscheinlich ist das doch bei anderen Drogen so, da habe ich Gott sei Dank nicht so die Erfahrung. Also, dass man quasi eine Art zweite Persönlichkeit hat, die nur im zugedröhnten Zustand zum Vorschein kommt. Sagen wir es so oder formulieren wir es so aus. Würde ich persönlich sagen, nein. Ich denke, dass Substanzen die Gefühle verstärken, die man ohnehin schon hat. Ich denke, dass sie sie auch zum Teil ins Gegenteil verkehren können. Beispielsweise, wenn du, sagen wir mal, übertrieben darüber reflektierst, wie du deinen Partner an dich binden kannst, kann es sein, wenn du betrunken bist oder auf Droge bist, dass du dann genau das Gegenteil verursachst, indem du ihn halt massiv attackierst und quasi die Sachen kanalisierst, die du aufgestaut hast in dir, die du nicht getraut hast zu äußern, weil du halt dachtest, du wirst dann verlassen oder so, um ein Beispiel zu nennen. Und verursachst dann genau das mit deinem Verhalten, was du dann nüchtern wieder bereust. Und dann greifst du wieder zum Mittel, ne? Das ist ja dann der Teufelskreis, über den wir schon gesprochen haben. Und ich denke aber, dass dieses mit der Persönlichkeit, was ja dann schon so ein bisschen auf, so, ich weiß nicht, ob die Leute das beabsichtigen, aber schon so ein bisschen in die schizophrene, schizoide, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, also quasi in diese Richtung referiert, da glaube ich nicht dran. Ich denke, also das halte ich durchaus für eine Ausrede oder für Schönrederei. Ich denke, auch wenn man unter starkem Drogeneinfluss steht, würde beispielsweise nicht jeder Mensch einen Mord begehen. Ja. Und das ist halt, da wären wir dann noch an dem Punkt, wo man dann sagen könnte vor Gericht, ja, das war ja meine zweite Persönlichkeit, die hervorgekommen ist, nur durch die Substanz. Und deshalb bin ich schuldunfähig. Und das halte ich für absoluten Blödsinn, weil ich denke, dass diese Substanzen Anlagen, die man schon in sich trägt, verstärken, indem sie die Rationalität ausschalten. Kommt natürlich immer auf die Substanz an, in welcher Hinsicht und wie stark. Aber ich denke, das könnte man definitiv so sagen. Also, dass sich der Charakter in der Hinsicht verändert, dass man radikaler in seinen Entscheidungen ist, aber nichts tut, was man nicht irgendwo in sich trägt. Das klingt jetzt so esoterisch, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, ich denke, ein psychisch gesunder Mensch mit einem gewissen moralischen Empfinden würde auch, also der würde eher sterben am Alkohol oder an den Drogen, als dass er an den Punkt käme, wo er jemanden tötet. Egal, wie der andere ihn provoziert und so. Wenn jemand natürlich von vornherein schon sagt, ich mache das nicht, weil ich nicht in den Knast will und weil meine Rationalität mich davon abhält, aber der Gedanke ist schon bei mir da. Ne? Dann würde ich natürlich erstmal sagen, lass auf jeden Fall von jeglichen Substanzen für immer die Finger. Und zweitens würde ich dann sagen, kann man es nicht auf eine zweite Persönlichkeit schieben, sondern dann ist es die eigentliche Persönlichkeit, die ungefiltert zum Vorschein kommt. Ja, so würde ich das abschließend definieren. In diesem Sinne, Leute, Peace out, ich bin draußen.